Ich hab dir so ein teures Zimmer geschenkt. Nicht damit du damit Scheiße baust, sondern damit du dich entschuldigst. Bin mal gespannt. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das hilft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Tomodachi Live hier auf Utopia. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen und wir gehen direkt los, indem wir erstmal Geld abholen, wie immer, ohne Moos. Ja, ich glaube, das sage ich schon eindeutig zu oft, nichts los. Aber egal, wir brauchen es nun mal und gucken gerade mal, ob es hier irgendwo ein Herz gibt. Baloui, warte mal, wo ist Baloui denn, in welchem Haus? Wo ist Miri? Ja, was ist denn hier heute los? Ah, okay. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese ganzen Leute, die sich die ganze Zeit streiten. Ich gehe erstmal gucken, was Baloui macht. Der ist ja anscheinend bei irgendwem zu Hause zu Besuch. Gucken wir mal vorbei, was da Interessantes gibt. Oh, in meinem süßen Katzenkostüm. Warum bin ich bei Revi und Shigo in meinem Katzenkostüm? Warum habe ich das überhaupt an? Was habe ich falsch gemacht? Warum zieht sich mein Mii freiwillig ein Katzenkostüm an? Und warum sitze ich auf dem Boden? Haben die keine Couch für mich? Das ist ja sehr nett. Aber eigentlich wollte ich geguckt haben, wo Miri hin ist. Weil Miri ist schon wieder hier in dem Zimmer. Das geht ja gar nicht. Miri ist bei Manuel. Bei Manuel wirklich? Ah, ich muss euch wohl leider gerade mal stören. Entschuldigung, dass ich mich einmische. Aber irgendwie hat Manuel wohl ein Problem. Hi Manuel, na, was geht bei dir? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ey, was? Du magst dein Phantom-Outfit nicht mehr? Na, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich irgendwas Cooles für dich habe. Ich glaube, das hier ist ziemlich chillig. Das gefällt mir sogar selber ziemlich gut. Schwarz. Schwarze Klamotten. Ich trage oft schwarz. Das macht schlank. Habe ich gehört. Okay, ihm gefällt es ein wenig. Das ist ganz okay. Besser als nichts. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Reisegutschein? Wow, ich bin Hellseher. Aber ich glaube gar nicht, dass Baloui und Miri den jetzt gerade brauchen. Ja, mal, Manuel, du hast ganz schön viel Hunger, weil ich war ja auch schon lange nicht mehr bei dir. Ich weiß auch gar nicht, ob du dich vielleicht sehr einsam hier fühlst, Manuel. Fehlt da nicht irgendwas von dir? Irgendwie? Irgendwo? Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Und vielleicht haben die einen oder anderen den Wink mit dem ganzen Zaun verstanden, aber wir lassen heute wen Neues einziehen, nämlich den Malte von Broken Farms. Und hier haben wir den ersten QR-Code. Ich habe leider nur zwei QR-Codes bekommen, oder ich glaube, dass ich nur zwei bekommen habe. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr gefunden. Ich habe nochmal gesucht. Das ist der Malte von Meriem. Und ja, der ist schon ganz okay, ja, aber ich finde, er spiegelt nicht zu 100% die Eigenschaft von Malte wieder. Wir haben aber noch einen zweiten, und zwar von... Moment. Ich habe drei. Moment. Ich habe einen noch gar nicht gesehen. Von Ghosty Girl oder so ähnlich habe ich einen bekommen. Jetzt gucken wir uns den mal an. Das ist auch ein interessanter Malte. Eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich noch nicht so ganz sicher, ob mir der besser gefällt. Aber eigentlich finde ich den von Rebecca mal wieder am besten. Oder? Hatte Rebecca schon öfters? Ich glaube ja. Guckt euch mal den Malte an. Ich finde, dieser Malte spiegelt viel eher den Malte von Broken Thumbs wieder als alle anderen, die ich bisher kennengelernt habe. Und ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe nämlich mir gar nicht rausgesucht, wann der Geburtstag hat. Oh, oh, oh. Das müssen wir jetzt gleich mal direkt live nebenbei machen. Ja, mal gucken, ob ich gerade was finde. Ob hier irgendwo was steht, wann der Geburtstag hat. Das sieht schlecht aus. Alles Gute zum Geburtstag, Malte. German Video. Okay, gucken wir mal, wer das geschrieben hat. Erstmal, ja, wir registrieren schon mal nebenbei parallel. Okay, also, es gibt ein Geburtstagsvideo dazu, und zwar von Manuel am 18.06. Und da ist er am 18.06.2013 und da ist er 21 geworden. Das heißt, er ist jetzt älter. 22. So, also ich finde sein Aussehen so ziemlich cool. Das lassen wir auch so.
Sein Vorname ist Manuel? Nee, Malte. Aber der heißt nicht mit Spitznamen Malte. Und er muss auch so heißen wie natürlich Manuel. Broken Thumbs. Guck, spricht er wieder so geil aus. Thumbs. Broken Thumbs. Broken Thumbs. Ich find's richtig geil. 18.06. Wow. Das ist ja sogar schon richtig. Cool. Okay, wenn Malte jetzt 22 Jahre alt ist, ja. Welches Jahr ist er dann geboren? Ich bin 30, also 8 Jahre jünger als ich. Ist dann, wenn ich 84 war, dann ist er 92? Ja, ne? 92. 92. Gut, damit ist er 92. Aber er heißt nicht Malte. Wie heißt denn Malte nochmal richtig? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir haben ja... Wolfswin war der eine und der andere war dann Excalibur oder so. Wie habe ich denn Manuel genannt? Wir können auch einfach Schweineboy nennen. Schweineboy? Okay, passt auf. Ich lasse mal Spitzname Malte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Spitznamen ihr gerne für Malte hättet. Schreibt es mal unten rein, wie soll ich ihn nennen? Ihr seht selber, wir haben nicht ohne Ende Zeichen zur Verfügung. Eigentlich haben wir nur 10 Zeichen zur Verfügung. Lasst euch was einfallen, wie soll ich ihn nennen? Wenn ich ihn Malte nennen soll, dann lassen wir das so und dann ist es okay. Aber ich bin mal gespannt auf eure Vorschläge. Erstmal Dankeschön an alle Mii-Einsender. Ihr seid einfach richtig cool, dass ihr mir immer wieder so neue, coole Sachen schickt. Mir gehen auch so langsam die QR-Codes aus. Wir haben jetzt noch ein paar mittelmäßig große. Kev muss noch rein, ja, auf jeden Fall. Vielleicht Kilian noch. Wen ich nicht reinziehen lasse, sind so amerikanische YouTuber, weil mit denen habe ich gar nichts zu tun. Das müsst ihr einfach verstehen, das geht nicht. Paluten kommt vielleicht noch rein. Mal gucken, was ich da noch so hinkriege, was ich noch an Codes habe. Jetzt erstmal eine Stimme für Malte. Ich bin Malte Brocken. Nein. Ich bin Malte Brocken. Nein. Ich bin Malte Brocken. Nein. Ich bin Malte Brocken. Alle nennen mich nur Malte. Mein Geburtstag ist der 18. Juni. Oh, die Stimme finde ich gut. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Ich bin Malte Brockentum. Ich finde die Stimme gut, ich oder? Könnt ihr mal. Ich bin Malte Brockentum. Ich glaube, die Stimme lasse ich. Die gefällt mir für Malte auf jeden Fall. Könnt ihr mal reinschreiben, ob für euch das okay ist oder ob ihr sie einfach hasst. Aber ist okay. Meinungen gehen ja auseinander. So, jetzt erstmal zu Malte. Wie handelt er denn so? Ich würde sagen, er handelt auf jeden Fall absolut bekloppt. Aber dazu würde ich sagen, er handelt auf jeden Fall relativ schnell, spricht auf jeden Fall ultra direkt. Seine Ausdrucksweise mega lebhaft, Denkweise absolut sorglos und insgesamt ultra speziell. Ja, das Profil von ihm zu erstellen ist ziemlich einfach. Gucken wir mal, was er für ein Profil von uns dazu bekommt. Er ist lebhaft, offen, intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig, Abenteuertyp, energiegeladener Typ, der sich nicht zu stoppen ist. Wenn er etwas einmal angefangen hat, handelt oft ohne viel darüber nachzudenken. Das ist ganz, ganz eindeutig, Malte. Ja, und damit haben wir einen neuen Einwohner. Ist das nicht toll? Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Und vor allen Dingen ist Manuel nicht mehr ganz alleine. Der arme Kerl. Nicht, das geht ja nicht. Nicht, dass er noch weint. Aber jetzt erstmal zu den Mii-Nachrichten. Nicht, dass wieder irgendein Geburtstag ist, den ich verpasst habe. Heute die Mii-Nachrichten mit Gronkh. Es wurden einige Goldohrringe aus dem Wrack des Volutopia gesunkenen Schiffs Felix Fischer geborgen. Was? Diese Goldohrringe stammen vermutlich aus dem 17. Was? Early? Tim, der den Fund untersuchte, kam zu dem Schluss. Viele Jahre lang auf dem Grund des Meeres verborgen, geschützt vor dem Sonnenlicht. Das erklärt den guten Zustand. Allerdings haben ein paar Fische dran geknabbert und den Wert so um 6 Mücken nach unten gedrückt. 6 Mücken? Wir haben die Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Gibt es denn nichts Interessanteres? Oh, wow, böse. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Erik Range und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Vielen Dank, Gronkh, für diese tollen Nachrichten. Ist Early jetzt reich? Können wir hingehen und ihn ausrauben? Und die Wundertüte nicht. Die Wundertüte vergessen. Hallo? Hä, warst du nicht gerade noch bei den Nachrichten? Wo kommst du denn schon wieder her? Was gibt's denn heute wohl da drin? Ein Mädchenkleid. Ganz toll. Und ein?
Eine Skihose. Oh ja, es ist ja bald Winter. Da kann ich wieder Skifahren gehen. Oh, ich freue mich. Miri auch. Hahaha. Und eine Langweste. Oh Mann, so viele Klamotten. Okay, Miri freut sich nicht aufs Skifahren. Aber das kommt vielleicht noch. Mal gucken. Neue Zimmer. Es gibt neue Zimmer. Willkommen. Disco. Es gibt noch... Die hatten wir schon mal, ne? Aber es gibt eine Disco. Hatte ich die nicht schon mal gekauft? Die ist echt cool, aber die Raumstation ist auch ziemlich cool. Wir hatten noch keine Raumstation, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal die Raumstation gesehen zu haben. Oder doch? Nein, oder? Die ist absolut geil. Oh Mann, schon wieder zwei so geile Zimmer, die ich mir nicht leisten kann. Dieses Spiel, also ich meine, wir könnten uns die Disco kaufen, aber nicht die Raumstation. Das ist voll unfair. Ich brauche... Oh, was gibt's denn? Und hier gibt's neues Essen. Das müssen wir ja direkt mal zuschlagen. Wenigstens das können wir uns leisten. Mann, wenn wir auch sonst nichts haben... Schokolade. Nein, da müssen wir mehr kaufen. 10 für die ganzen Frauen, falls sie wieder weinen oder so. Ich habe gehört, Schokolade hilft. Also mir zumindest. Beim Zunehmen. Ah, lustig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Willkommen. Was gibt's denn hier Cooles? Oh, Taucherbrille. Schleifchen. Nah. Also ich weiß nicht. Ich finde diese Klamotten, die man hier kaufen kann, für den Kopf irgendwie immer sehr, sehr seltsam. Aber vielleicht seht ihr das ja anders als ich. Aber ich finde das also... ich weiß nicht. Wenn es da mal was Cooles bei gäbe. Aber nein, es gibt ja immer nur so komische Sachen. Oh, ein Auto-T-Shirt. Auto-T-Shirt. Und das ist der Beste. Nein. Mann, ist voll doof. Okay, wir müssen noch hier noch einen Streit schlichten, ja? Zwischen Debitor und Shuffle, das geht gar nicht. Könnt ihr euch mal bitte beruhigen? Das ist ätzend. Ich bin ja. Mhm. Ja. Warte. Warte. Ich gebe dir ein Ventilator, um dich abzukühlen. Ja, Spilo soll ich ja nicht geben, aber ich habe auch nichts anderes mehr. Okay, doch, ich hätte noch eine Schaukel. Nein, hier. Nimm die Spieluhr und beruhige dich, bitte. Darf ich mir das gleich mal anhören? Lass mich überlegen, nein. Ah, diese Romantik in der Luft, spürt ihr sie auch? Okay, und jetzt geh dich entschuldigen. Da wird man ganz ruhig. Ich hab dir so ein teures Zimmer geschenkt. Nicht damit du damit Scheiße baust, sondern damit du dich entschuldigst. Bin mal gespannt. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das hilft. Ich meine, der Streit ist gerade mal 3 Sekunden her. Also, natürlich würde ich mich mit dem anderen sofort wieder vertragen. Natürlich. Ja, okay, ich wahrscheinlich schon. Aber viele nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Jetzt schaffe. Shuffle, reiß dich zusammen. Glaubst du, mit einem Sorry wäre die... Ah, Shuffle! Das ist schlecht. Das ist nicht gut gelaufen. Es hat nicht geklappt. Ja, dann überleg mal wieder, warum du dich gestritten... Nein. Wirklich? Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. Wirklich, Debitor? Wirklich? Wir konnten uns einfach nicht wieder vertragen. Wirklich? Hör auf zu ziehen. Du machst ihn noch kaputt. Hör du auf zu ziehen. Du wirst ihn noch zerstören. Um was kämpfen die denn da? Ein Kleeblatt. Du bist doof. Jetzt gib ihn mir doch schon. Du bist doof. Du bist selber doof. Gib du ihn mir doch. Geht da hinten an den scheiß Spielautomaten. Geht da hinten an den Spielautomaten und zieht euch noch einen neuen Glücksklee oder so. Experte für Glücksklee-Exemplare. Im Ernst? Du bist doof. Jetzt gib ihn mir doch schon. Oh Mann, die Kleine haben sich nicht um Glücksklee gestritten, oder? Wir konnten uns einfach nicht wieder verstehen. Schade, ich glaube, jetzt kommt das Gleiche nochmal, oder? Schade. Du sagst... Nein, aus jetzt. Okay, du hast es ja nicht anders gewollt, ja? Du hast es nicht anders gewollt, Debitor. Ich habe es gesagt, wer so rumheult... Ja, wobei, das ist ziemlich fies, ihm jetzt ein Regenzimmer zu geben. Ne? Regenzimmer ist ja nur für die, die auch ganz traurig sind, weil sie eine blaue Karte gekriegt haben, hätte ich gesagt, einen Korb gekriegt hätten. Das ist auch nur gerechtfertigt, würde ich sagen. Ne? Ist ja auch gemein. Also ihm jetzt, ich meine, er hat sich ja versucht zu entschuldigen und es hat ja nicht funktioniert.
Was gucken wir denn mal beim Battle Rap? Da können wir wieder mitmachen. Kampfscharf gegen Baloui. Yeah. Da brauche ich gar nicht mitmachen. Da mache ich ja schon mit. Ha. Kampfscharf werde ich in Grund und Boden rappen. Yeah. Passt auf. Ha. Also. Wenn ich einmal rappe, rappt der Saal bald im Chor. Ich gehe ins Schwimmbad und du riechst nach Chlor. Meinen Rex leiht sogar der Kaiser sein Ohr. Naja, also ich fand meinen besser. Los, Schaffi, was? Auf was antwortest du? Ich besieg dich hundertfach. Hundertfach, ich halte dich hier in Schach. Ich reime, bis du weinst, und dann steig ich dir aufs Dach. Ah, Mist. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Schaffi, jetzt wieder. Und. Meine Reime sind halt besser, nicht nur irgendwie. Och, schon wieder irgendwie, Meine Reime haben Flo und Witz. Oh yeah, 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 ja, yeah, okay, gut. Ja, war natürlich von mir jetzt hier. Los, Baloui, mach ihn fertig. Ich recke mit Elan, um meinen Ruhm zu mehren. Mich wird sogar die Frau Präsidentin verehren. Schafe, die werde ich jetzt scheren. Sind Schafe. Okay, Schafe, hast du gut gemacht, Kommt dem Ganzen schon ziemlich nah. Dein Rap ist ein Keks, meiner Torte mit Creme. Creme. Ich rap jetzt nicht in Grund und Boden, dass du dich schämst. Meine haben System. Ah, na, meiner war schlecht. Ja, ich weiß. Los, jetzt mach ihn fertig. Mach ihn fertig, Baloui, los! Deine Reime tun so weh wie eine Beinamputation. Amputation, Alter. Was? Schlicht unschlagbar ist meine Reimproduktion. Alter, Reimproduktion auf Amputation? Junge, das ist aber schwer. Dein Reimgrad ist schmal, meine Rechallee breit. Breit? Lern erstmal sprechen und zwar gescheit. Die Himmelwärts schreit. Na, ja, der Flow passt schon, yeah, yeah. Gib's ihm hart, yeah, Baloui, yo, jetzt, der Final meine Rap. Meine Reime sind eklig, die spielen im Dreck. Du rennst weg von meinen Deine Reimen. Deine Reime auf Deck schlagen jedes Boot leck. Boah, ist das mies! Der kommt ja auf alles klar hier gerade. Jetzt krieg ich wahrscheinlich, jetzt werd ich versagen. Jetzt komm, jetzt so. Dein Teil ist was, das so gar nicht geht. Gar nicht geht? Geh nach Hause und kommst du zu deinem Abendessen zu spät. Deine Qualität. Ha! Ha! Deine Reimskills sind leider nur imaginär. Imaginär? Mit gegen dich. Du tanzt wie ein, nicht so gut. Gegen dich im Rap-Battle zu gewinnen ist gar nicht so schwer, hätte ich jetzt drauf geantwortet. Ja, das wäre richtig gewesen. Aber Schafi, du bist leider unfähig. Ha, hast du jetzt davon. Gut, ihr Lieben, ich würde aber auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von Tomodachi Live. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge. Hau rein, macht's gut und tschüss.